Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Portal 2, dem Story-Modus, nicht dem Coop-Modus, der donnerstags normalerweise immer kommen sollte, gemeinsam mit dem Lukas, alias Talk. Nein, der ganz alleinige Story-Modus, den ich allein mit mir mache. Das sind ja ganz schön viele Jump-Plattformen. Wir sind da eigentlich jetzt gerade in einem Test gefangen, wo wir uns nicht so ausgekannt haben, beziehungsweise ich habe gesagt, lassen wir das für den Zukunfts-Mario übrig. Ach ja, der Zukunfts-Mario. Es erinnert mich an frühere Zeiten von was anderem, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Jedenfalls steht da oben, glaube ich, ein Torrent. Ah nein, das ist ein Knopf. Das ist der Knopf. Der Knopf, der berühmte Knopf. Wird so funktionieren, nehme ich an. Okay. Oh. Sehr interessant. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so funktioniert. Müssen wir das zweite wahrscheinlich da schießen. Oder umgekehrt? Nein, aber dann das fallen wir ja rein. Okay. Juhu! Das funktioniert perfekt. Cool. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Oh Gott. Meine Nein, möglichst doch. Den Müll, der auf dich zurast. Oh Gott. Weg mit dir. Ich brauche aber eigentlich noch immer an Kugels. Gehe auch da in Sicherheit. Juhu! Schön, der fliegt. Kann tatsächlich zoomen in Portal 2, das wusste ich nicht. Oh. Oh. Ich hole mal einen neuen. Ich werde ihn auffangen. Ah. Nein. Aber dann kann man, immerhin kann man es da durchreichen. Es geht so. So funktioniert das schon. Perfekt. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Sie hat sich aber dafür entschuldigt. Oh, ist das süß. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Ah, Zug. Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Und da ist wieder ein Laser. Der sich automatisch auslöst. Ah, und ich muss ihn... Oh, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Nimm dir noch einen anderen. Oh nein, schon wieder vermasselt. Was soll's, wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Man wird durch Portal gescheiter in solchen Sachen, in solchen Rätseln, tatsächlich. So, ich brauche ihn ja mit.
Hui. Ah. Kann ich ihn da gleich rüberschießen? Werde ich nicht können wahrscheinlich. Aber anders kriege ich ihn auch nicht. So. Hm. Ich weiß schon wie. Ich brauche ihn aber da. Ich kann mich eigentlich dann gleich. Oder wo ist denn der Ausgang? Da oben ist der Ausgang. Oh. So habe ich es gemeint eigentlich. So. Perfekt. Ich kann eigentlich gleich nachspringen, oder? Nein, ich muss darüber. Da ist es auch schon ein Portal. Gut, dann springen wir so. Au. Oh, okay. Machen wir es trotzdem doch so. Springen ihm hinterher. Perfekt. Da waren es nur noch drei. Wer auch immer die drei sind. Fragezeichen. Rufzeichen. Perfekt. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Nimm bloß nichts mit. Muss er fast. Achso, ich kann aber nicht, weil ich brauche ja den. Aber kann ich vielleicht von oben mitnehmen? Ich muss ja. Wenn sie so sagt, nimm bloß nichts mit, das ist ja Aufforderung, dass sie was mitnimmt. Kann ich dich wieder runterschießen? Nein, geht nicht. Warum geht denn das nicht? Oder soll ich vielleicht wirklich nichts mitnehmen? Aber das wäre ja fad. Aber ich komme halt auch da nicht drauf, wenn ich den nicht da liegen lasse. Schauen wir mal. Okay. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills, weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr. Ich bin gleich zurück.
bringe ich denn da durch? Links geht es ja nicht. Perfekt. Funktioniert. Teil 3. Die Rückkehr. Dumm. 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 Hui. Hey, mir geht's gut. Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Gut, versuch's jetzt. Es nicht. Ich lag da einfach so rum, dachte schon, das wäre meine... Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus, so gesund. Versuch's jetzt. Himmlischer Vogel, ist das zu fassen? Und dann hat er noch... Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Zu den Würfel. Wo ist der Druckknopf? Schaut auf jeden Fall nicht mehr so schön aus wie damals früher. Früher war alles besser im früheren Testding. Wo ist der Verdammte? Kann man da durchgehen? Nein. Ja. Ah, da ist er aber. Wirklich. Das Blaue muss ich schießen. Nur, dass ich es nicht falsch mache. Wo kann ich ihn da runterspringen? Kann ich gar nichts runterspringen. Toll. Das geht aber auch nicht. Ja. Schön. Ah, ich kann ja vielleicht da das Blaue schießen. Das geht doch sicher so. Perfekt. Au. Hat gar nicht weh getan. So, jetzt müsste ich darauf kommen. Wo hätte ich das nie checkt? So. Den Umleiterwürfel. Der hat in die falsche Richtung, denn er kann die. So. Deins machen wir daher.
da oben der Ausgang. Ah, okay. Ja, muss zuerst nochmal. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst, wie ein Adler, ein fetter Adler. Oh. Sie ist einfach die Beste. Lass dir nicht so viel Zeit, Kerlis. Knarz. Das ist mein Tisch. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Wow. Das ist hoch. Oh. Müssen das ganz sicher, müssen wir das ablenken. Auf das wäre ich gar nicht drauf kommen da. Ich darüber komme auch. Du hast da drüben einen Würfel. Könnte man theoretisch so rüberfliegen. Ja, da sinkt die Nutzen. Da müssen wir dann weiter, ziemlich sicher. Ah. Wie jetzt? Oh Gott. Ich hätte es noch ein bisschen höher schießen müssen. So, jetzt mit dem darauf. Darunter. Gar nicht umlenken, ich muss nur geht also nicht. Ich mit ihm gemeinsam. Ich muss da oben hin irgendwo. Kann ich vielleicht jetzt fliegen? Also weiter meine ich. Okay. Kann ich leider nicht runterschießen. Geht nicht. Wapa. Da gibt es auch noch solche. Ah, daher muss ich das auf jeden Fall leiten. Hätte nicht ganz runterspringen müssen. Ah, der ist auch da heraufgeflogen.
kommen wir da runter irgendwie? Vielleicht so? Bin auch gescheit. Da müssen wir das Orangene hinsetzen. Ah. Muss das Portal nachher schießen. Ach so, wieso? Muss ich nicht. Kann ich einfach so runterspringen. Brauchen einen Cube. Okay. Ist ja auch kein Problem, eigentlich. Oder? Geht doch. Oder ist mir dann zu schwer? Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Das heißt, sie bräuchte null. Oder wie? Yo! Es geht. Hardlight Bridges. Ah, ach so. Kommen die jetzt zum Einsatz? Naja. Hartlichtbrücken. 11 von 22. Ui, sind wir schon weit. Ui, das kommt noch. Sieht man da schon. Also kein Trinkwasser. Das ist auch noch nicht. Oder doch? Kommt das jetzt neu? Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Da brauchen wir einen Kubus. Ich glaube, das Wasser ist nicht ganz verträglich, wie wir schon gesagt haben. Wo kommt denn der Kubus raus da hinten? Ja, wir können auf jeden Fall mal rüber gehen. Kommen wir da rein. Ah. Oh. Du kannst schon stoppen eigentlich. Brauch keinen mehr, danke. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Dann kann ich da auch nicht durch. Da kann ich vielleicht. Nein, kann ich nicht. Hui, das ist so knapp. Da nach hinten.
Ich bin gescheit. Müssen wir nur schauen, wie wir darauf kommen. Ich bin ebenfalls gescheit. So, dass mir die Tests so leicht fallen, hätte ich nicht erwartet, ganz ehrlich. Muss ich da runter tun? Können rübergehen. Toll! Hat funktioniert. Sehr gut. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Gute Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Zwölf von 22. Und was gibt's da jetzt? Auch nicht so wirklich schlimme Sache. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Jetzt kommt sicher gleich unser kleiner Freund wieder zurück. Hey, hier oben! Ich wusste es. Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Vogel! Okay, das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch austüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie, mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. So, dann habe ich ihn aber da nicht mehr. Dramatische Lage. Kann ich ihn von da auffangen? Wahrscheinlich nicht. Oh. Ich denke oft komplizierter als ich als sein sollte. Puh, so knapp. Sehr gut. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. So viel Platz hier. Sie war gut. Genug. Aperture Laboratories. Wieder einmal. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden.
Haha, ha, du bist so witzig, GLaDOS. Ha, juhu. Das sind Turrets. Die freue ich mich schon. Oh Gott, ja. Genau das sind sie. Wunderschön. Gibt es eine neue Version von denen? Keine Ahnung. Jedenfalls sehen wir das Ganze in der nächsten Folge von Let's Play Portal 2. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Kann ich das speichern? Thank you.